Hallo und willkommen bei AI Tipps und Tricks. Wir wollen uns heute mal anschauen, wie wir beim iPhone 14 den Wecker programmieren können, so dass wir mit dem Gerät morgens wach werden oder uns auch nachmittags an einen Termin erinnern lassen können, und zeigen euch alles zum Thema Wecker einstellen, welche Funktionen es da gibt und wie wir eben richtig einen Wecker programmieren können. Viel Spaß dabei! Ja, in diesem Video beschäftigen wir uns mal mit dem Programmieren unseres Weckers vom iPhone 14. Das Ganze ist ja recht praktisch, wenn man am Smartphone einen Wecker nutzt, der einen morgens zum Beispiel weckt oder nachmittags an einen Termin erinnert. Man muss halt nur wissen, wie man den richtig programmiert. Also, den Wecker finden wir nicht in einer separaten Wecker-App bei den iPhones, sondern eben unter dem Bereich Uhr. Macht ja auch irgendwo Sinn. Und die Uhr sieht halt im Normalfall so aus. Klickt ihr drauf und dann habt ihr eben verschiedene Reiter hier unten. Ihr habt zum einen hier vorne einmal die Weltuhr. Aktuell ist da eben nur unsere Zeitzone sozusagen hinterlegt. Wir haben dann hier den Wecker, wir haben aber auch noch hier die Stoppuhrfunktion, wir haben hier die Timerfunktion und wir wollen jetzt hier uns einen Wecker einrichten. So sieht das Ganze aus, wenn ihr das ja erstmalig aufruft, und ihr könnt dann sagen, einen Wecker hinzufügen hier oben, oder wählt hier Schlafen, Aufwachen, Einrichten, das funktioniert eben auch. Ich sage jetzt aber mal hier ganz normalen Wecker stellen und dann zum Beispiel, der soll mich morgens um 8 Uhr einfach wecken. So, dann kann ich die Uhrzeit hier einfach einstellen. Kann dann sagen, wiederholen, kann mir hier wählen, ob er dann jeden Wochentag zum Beispiel, so wie ich es jetzt programmiere, klingeln soll, morgens um 8 oder vielleicht auch nur samstags, sonntags oder mittwochs nicht. Das könnt ihr dann frei wählen. Und dann geht ihr zurück und sagt dann zum Beispiel Beschreibung, wenn ihr dem Wecker auch noch einen Namen geben wollt, zum Beispiel, keine Ahnung, Arbeit, reicht ja, fertig. Und dann haben wir hier einen Ton, den wir wählen können. Dann klicken wir da mal drauf und haben hier als, ich glaube, Standard vielleicht. Ja, weiß ich nicht, ob das jetzt der Standard-Weckton ist, werkseitig, oder ob wir das schon umgestellt haben. Auf jeden Fall habt ihr eben hier die normalen Klingeltöne, aus denen ihr das wählen könnt. Könnt auch hier unter dem Menüpunkt klassisch noch diese ganz, ja, klassischen alten iPhone-Geschichten wählen. Zum Beispiel hier die alte Hupe. Oder die Ente. Oder den Roboter. Also hier sind so ein paar lustige Sachen dabei. Und ihr könnt dann natürlich auch eben aus dem Tone Store oder eure gekauften Töne laden. Dann könnt ihr eben praktisch daraus auch was wählen. Ich selbst nutze das so, dass ich über Apple Music heruntergeladene Titel im Prinzip dann als Klingelton eingestellt habe. Das funktioniert dann auch. Wir können jetzt hier nach Download suchen und ja, haben da aber, glaube ich, gar nichts. Titel wählen. Nee, wir haben da noch nichts runtergeladen, also ihr könnt euch ja im Tone Store bedienen und euch da irgendwelche Sachen herunterladen. Ja, Mitteilung senden nicht erlauben, danke. Und können dann hier weiter, können dann hier zum Beispiel später unter Töne uns dann was anhören. Hier können da einmal draufklicken. Ja, wenn man möchte, dass einen der T-Rex morgens weckt, dann kann man das eben wählen und dann eben hier kaufen. Ihr seht dann also 99 Cent. Das überlasse ich euch. Wir bedienen uns jetzt hier erstmal einfach einer normalen Melodie hier, kleine Wellen. Ich sage zurück, habe das jetzt festgelegt und dann kann ich auch noch sagen, ob ich das Schlummern aktiv haben möchte oder nicht. Das kann ich hier einfach abwählen. Weiter programmieren kann ich das gar nicht. Und dann sage ich zum Beispiel sichern, und jetzt seht ihr die Weckerübersicht. Ich habe da einen Wecker drin, der eben an jedem Wochentag, wie es mir unten eingeblendet wird, beziehungsweise wie ich es ja eben programmiert habe, klingelt um 8 Uhr und der ist aktiv. Wir haben heute Dienstag, das heißt, der klingelt jetzt morgen, Donnerstag und Freitag noch, und dann klingelt er eben Samstag, Sonntag nicht und Montag dann wieder um 8 Uhr. Das ist eben die Geschichte, was ihr hier an Wiederholen eingibt. Dann können wir hier den Wecker löschen, wenn wir sagen, ist nicht mehr, keine Ahnung, ich stehe jetzt zu einer anderen Zeit auf. Ist aber irgendwie auch Quatsch, weil ihr könnt auch einfach sagen, ich programmiere den dann um, einen bestehenden Wecker, und dann gebt ihr einfach eine andere Uhrzeit ein und könnt den Rest ja theoretisch so lassen oder könnt auch mal den Ton wechseln. So, Durchsage und ja, sichern. Und dann könnt ihr auch weitere Wecker einfach hinzufügen. Zum Beispiel, wenn ihr auch euch an einen Termin erinnern lassen wollt, dann sagt ihr morgen irgendwie um 16 Uhr oder heute um 16 Uhr habe ich einen Termin, und niemals wiederholen, ist nur heute, genau, macht ja Sinn. Schlummern, ich weiß nicht, macht in dem Fall vielleicht nicht so viel Sinn, müsst ihr entscheiden, und sagt dann sichern, und so könnt ihr Wecker zu Wecker zu Wecker zu Wecker hinzufügen. Also eine ganz praktische Sache, den Wecker vom Smartphone zu nutzen. Meistens nimmt man es ja auch sowieso abends mit ins Bett, guckt nochmal irgendwie ein bisschen Videos oder wie auch immer, legt es dann beiseite, und dann kann es ja einen auch morgens gut eben aus dem Schlaf wecken.
Ich hoffe, ich konnte euch hier ein bisschen erklären, wie die Wecker funktionieren. Euch hat das Ganze gefallen und ihr lasst einen Daumen nach oben für uns da. Dann abonniert auch gern kostenlos unseren Kanal und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.